Legen Sie die Gewehre nieder. Beide. Meine Schwester hat erschlagen, die Sau. Und mein Buben. Da vorne bei der Straße. Eiskalt. Herr Bachmeier, wir haben ein Geständnis vom Alfred Ziegler. Für den Mord an Ihrem Sohn legen Sie die Waffe weg. Das Geständnis ist gelogen. Er war's. Um seinen missratenen Sohn zu schützen. Sag's, Herr. Schieß doch. Herr Bachmeier! Sag die Wahrheit, oder ich bring dich um. Herr Sieger, die Waffe weg. Steh bleiben! Franicek! Franicek! Herr Bachmeier? Danke. Oh, Franicek. Franny. Franny. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Ich drehe mich jetzt um. Ja, einfach ganz ruhig weiteratmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Bin ich getroffen? Ja, tief. Wirklich wo? Naja, ich hoffe, der Leichenwagen kommt noch rechtzeitig. Aber du kannst mich da jetzt nicht allein liegen lassen. Du, dir geht's gut, glaub mir das. Ja? Wirklich? Ja, kümmere dich bitte um den Bachmeier. Okay, bis später. Was hast du gemacht, wie die zwei dann auf dich zielt haben? Du, da kannst nur eins machen. Cool bleiben, Nerven zeigen. Und ich hab gar nicht gewusst, dass eure Mutter jetzt kochen gelernt hat. Hat sie eh nicht. Du warst doch total unterlegen. Du hast überhaupt keine Chance gehabt. Weißt, in dem Moment war mir schon klar, dass es eng werden kann. Aber dann... Ein bisschen könnten wir aber schon noch warten. Jeder warten wir ewig.